Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze85. Wir machen heute noch weiter und gucken noch mal schnell, ob unser Abfahrer es hinbekommt. Und da kriegt es mal nicht hin, denn hier ist irgendwas noch verkehrt. Und zwar, wir kommen ran. So ist das jetzt hier unter Einstellung. Dann nehmen wir auch mal schnell raus. Setzen dich noch mal neu an. Und warten noch mal schnell den Moment ab, so dass wir hier innen hoffen, dass wir hier noch ein paar Einstellungen umändern können. Und zwar, wie war es denn jetzt auf das schnelle? 250 abfahren bei 90, dann machen wir mal 95. Und Abfahrer einstellen. Und warten jetzt mal, was jetzt hier gleich passiert. Da müsste auch gleich wieder voll sein, unser Drescher. Und wir speichern. Warte mal. Es gibt das Feld 13. Da speichern wir unter Abfahren 13 und setzen in den Abfahrer entlassen und so, und stellen wir das erstmal hier hin, in hoffen, dass es gleich weitergeht. Abfahrer einstellen. Und wir gucken noch mal weiter, was hier noch alles ansteht. Seitlichen Abstand 7,5 Meter, das hat, könnte jetzt passen. Der wartet jetzt noch einen kleinen Moment, dann werden wir noch einen kleinen Moment warten und gucken. Dann gucken wir mal, ob er es jetzt gleich schnallt, dass der Drescher gleich wieder voll ist. Kein Drescher in Reichweite. Wieso das denn nicht? Ach, das ist eher ehrlich. Ist Treter und was macht der Abfahrer? Hallo, Abfahrer? Da bewegt sich jetzt endlich mal was. Und mal gucken, ob er jetzt vernünftig ansteuert. Was macht er jetzt? Fährt dran vorbei oder steuert er ihn an? Das werden wir gleich sehen, ob er es richtig macht. Er dreht jetzt so hoffentlich richtig ein. Ach, er dreht jetzt und rum. Komm, Bester, du hast ja nicht bis morgen warten. Wir müssen auch weiter. Wir wollen auch was machen nebenbei. Und da passt noch nicht ganz. Dann machen wir noch mal auf und werden jetzt hat er ihn endlich erwischt. Aber wir können ja gleich noch ein paar Einstellungen machen. Na, geht doch. Dass wir noch ein bisschen rübernehmen. Jetzt passt es doch eher. Oder doch, bloß noch ein bisschen zu viel. 8 Meter müssten reichen.
Und da werden wir gleich mal auf 100% nehmen, denn es müsste mich gleich passen, dass die Fuhre voll ist. Aber wir können uns mal schnell unseren LKW. Ne, wir können dich ja mal schnappen. Setzen dich zurück und werden hier erstmal schnell den Acker fertig machen, dass wir hier weitermachen können mit der Ernte. Dass wir noch mal ein paar Sonnenblumen hinstellen können, denn wir brauchen ja auch Massen an Sonnenblumen. Der Sonnenfeld hat er nicht viel Sonnenblumen drauf. Daher müssen wir halt noch ein paar nachstellen. Bevor sie uns alle gehen, deshalb bauen wir noch mal schnell welche an. Und daher heißt es jetzt letzte Zeit nach so viel wie möglich noch hinstellen. Dass wir hier wenigstens noch in Gange kommen, so dass wir zeitnah mal demnächst Möhren machen können und dies und das und jenes. Daher werden wir uns gleich mal sputen, aber wir müssten erstmal hier das Vorgewende fertig machen, dass er hier vernünftig drehen kann. Und hoffen, dass es hier dann vernünftig lang hingeht. Auch theoretisch müsste er gleich der Helfer wieder anspringen. Das werden wir gleich mal beobachten, ob er es macht oder nicht. Das ist halt immer noch die Frage der großen Fragen. Aber wir werden hoffen, dass er jetzt ansteuert. Aber mal gucken. Vielleicht macht das nicht, denn er hat auch schon mal 40%. Und unser Abfahrt 63. Mal schauen, was hier alles passiert in der nächsten Zeit. Ob er seine Arbeit macht oder nicht macht, das ist steht noch ein Stern. Aber jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier unseren Acker fertig kriegen. Und Quack düst auch über uns rüber weg. Theoretisch müsste er sich ja schon bewegen. Der Abfahrer. Da steht der Ernter. Und wo ist der Abfahrer? Gute Frage. So wie es aussieht, kommt er. Der müsste jetzt angesteuert kommen. Oder macht das nicht? Da steht noch rum. Aber mal gucken, vielleicht macht er es ja für uns gleich weiter, wenn er voll ist. Aber mal einen Helfer reinschalten, aber gucken, was der Fahrer macht. Drescher, kein Drescher in Reichweite. Wieso das denn nicht? Da werden wir ja wohl mit der Hand mal schnell hinfahren müssen. Ach, jetzt hat er geschnallt, dass er voll ist. Jetzt hat er ihn gerufen. Abfahren bei. Jetzt hat er geschnallt, dass der nicht mal umdrehen kann. Der Beste. Mal schauen, ob er seine Arbeit macht. Aber wir können ja auch schnell dich mal in Angriff nehmen. Dich wieder auseinanderklappen. Und dann werden wir hier nämlich lang hochbahn ziehen. Und in der Hoffnung lassen wir mal den Helfer sein. In der die werden es schon machen. Helfer rein. Aber wir können ja uns mal schnell. Schnell beobachten, ob er seine Arbeit macht oder nicht, denn er müsste auch bald voll sein. So, er lässt sich jetzt gerade noch voll bunkern. Aber wir können uns mal einen LKW schnappen. Wenn wir ihn finden, da ist er. Und mal Produktion abfahren. Mal gucken, was wir noch alles zu machen haben.
Also hier ist nämlich offen, da fahren wir, drehen wir gleich mal um. Und nehme ich das. Nehmen nicht das Auto mit. Die Bäckerei, die hat wohl vielleicht nur einen Schwapp drin, ist wahrscheinlich noch nicht viel, aber können wir mal hindüdeln. Machen wir das gleich mal in den Tempomaten rein. Bevor wir nach teure Fotos kommen. Das wollen wir nicht gerade riskieren. Und daher düsen wir mal schnell hier hoch, gucken, was hier oben los ist. Ich denke mal noch nicht viel. Dreie. Können wir auch ein bisschen warten, bevor wir uns den Preis ruinieren. Da können wir auch gleich mal so Brauerei hindüsen. Diesmal nehmen wir auch gleich hin. Innen davon, dass wir jetzt kein teures Foto machen. Aus diesem Mal schnell zur Bäckerei, zur Brauerei. Innen davon, dass wir da ein paar Euros verdienen. Wir müssen ja erstmal was schaffen und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Innen hoffen, dass wir noch ein paar Euros machen. EK wollen wir nicht, Milo 2 auch nicht. Hier ist der Rinderhof, da müssen wir uns mal noch ein paar Tiere nachholen. Aber es müsste ja eigentlich schon der LKW Richtung Hof sein. Der Traktor. Da werden wir mal schnell gucken. Jo, der ist Richtung Hof. Und wir haben uns verfahren. Aber richtig. Da werden wir mal schnell abkürzen, wenn es geht. Die Einfahrt vergessen. Zu nehmen. Passiert mal, auch nicht immer. Aus diesem Mal schnell runter zum so Fabrik. Innen hoffen, dass wir da was bekommen und dann werden wir auch mal was verkaufen. So dass wir wenigstens ein paar Euro noch verdienen. Am heutigen Tag, dass wir nicht nur Ausgaben haben. Oder ist die Deutsche Post, da wollen wir auch nicht hin. Mal Tempomaten rein, da steht nämlich wie ein Infokasten, der teure Fotos macht. Alles diesmal weiter. Innen hoffen, dass wir endlich mal unten ankommen und da mal ein paar Euros machen können. Wenigstens etwas aufladen, denn wir brauchen noch nicht die Ölraffinerie in Yangon nehmen, weil bringt noch nichts, da wir noch kein nicht genügend Sonnenblumen haben beziehungsweise Raps. Aber wir werden uns erstmal hier drum kümmern. In der Hoffnung, dass es hier noch läuft. Und 50.000, das passt doch ganz gut. Da werden wir uns gleich mal den Schwung mitnehmen. Den Schwung mal aufladen und den Abmarsch zum Verkauf mit 50.000. In der Hoffnung, dass es geht. Aber er möchte es momentan nicht. Hallo? Na, läuft doch jetzt. Aber wir gucken mal, was uns der andere Helfer sagt. Der Abfahrer, wo ist er denn? Der steht hier oben. Aber der ist jetzt voll. Was macht er jetzt? Der ist gerade angekommen. Und düst jetzt runter. In der Hoffnung, dass jetzt was funktioniert.
Aber wir können die schon mal zur Seite fahren. Eventuell gleich hoch. Nach 15. Da brauchen wir auch nicht viel haben. 15. Brauchen wir auch keinen Diesel zu fahren. Deswegen. Fahren wir gleich mal mit ihmchen noch. Nicht mal weiter. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LB. Danke, dass ihr mal eingeschaltet habt. Tschüssi.